Die Corona-Seuche ist selbstverständlich erzeugt worden durch die weltweite soziale Marktwirtschaft, durch den weltweiten Kapitalismus. Das ist selbstverständlich so, denn der Kapitalismus bringt uns nicht nur in Kriegen um und nicht nur in anderen Dingen, sondern eben auch über den Weg der Immunschwächeerzeugung. Die soziale Marktwirtschaft hat eingebaut sozusagen alles, was es braucht, um Immunschwächen zu erzeugen. Ja? Zum Beispiel hier, das ist ja bekannt hier, Pestseuche, ja, sozusagen, da wird dann so behauptet und gesagt, ja, diese Rattenflöhe hatten die Leute in den Städten und diese Rattenflöhe übertragen den Erreger, den Pesterreger, Pestis, also Virginia Pestis oder so, ich den genauen Namen habe, spielt auch keine Rolle, also den Pesterreger. Und dann sind die Leute gestorben wie die Fliegen. Also erstens stimmt das nicht, denn nur etwa ein Drittel der Infizierten ist an der Pest gestorben. Das heißt, wir hatten zwei Drittel Personen, die ein so starkes Immunsystem hatten, dass sie zwar dem Pesterreger begegnet sind, aber ihr Immunsystem war stärker als der Pesterreger. Also zwei Drittel aller Infizierten haben also überlebt und nur ein Drittel ist grausam an den verschiedenen Formen der Pest gestorben. Ja, und die Ernährungssituation damals im Mittelalter war katastrophal. Also da war also sozusagen eine vitaminarme, getreideorientierte und also ungesunde Ernährungsweise mit Vitaminmangel und allem Beteiligten, also was auch das Immunsystem schwächte und so weiter. Also das war damals schon eine sozial-marktwirtschaftliche kapitalistische Fehlernährung, so wie wir sie heute auch haben, nur eben in anderer Variante. Und das und dann kam da noch dazu, dass die Städte unendlich schmutzig und dreckig waren und also alle möglichen Keime, ich glaube damals wurde noch der Kot auf die Straßen geschissen sozusagen und floss die Straßen entlang, der Kot und so weiter. Und die Tiere lebten direkt im Kontakt mit den Menschen und so weiter. Und so in diesem ganzen Schmutz und Dreck wurden natürlich riesige Mengen an Erregern sozusagen und dann mit den ganzen Ratten und den Rattenflöhen und die dann also eben die Übertragung hatten und dann diese schlechte Ernährung sozusagen, das hat uns alles umgebracht, ja. Und es ist jetzt beim Coronavirus genauso wie bei der Pest, nur dass viel weniger als 30% der Leute sterben. Die meisten sind nicht so immunschwach, dass sie jetzt also am Coronavirus sterben. Angeblich hat er ja eine etwas höhere Sterblichkeit als die normale Grippe. Aber die Sterblichkeit liegt auf jeden Fall nicht bei 30% oder so, ja. Sondern viel geringer. So, und jetzt mal ganz kurz gucken, ja, warum erzeugt die soziale Marktwirtschaft und wie erzeugt die soziale Marktwirtschaft die Immunschwäche? Ja, wir haben also wieder das Beispiel hier, das ist wieder Evolution, memetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik, wie in allen anderen 330 Videos hier immer wieder angedeutet und erläutert und so weiter. Also die zweiten Scientists for Future 2 haben ja die einzige sinnvolle naturwissenschaftliche Erklärung, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL. Und das geht ungefähr so. Hier haben wir also den Lebensmittelhändler. Wir können das auch auf das Mittelalter beziehen, denn der Tauschhandel ist schon circa 300.000 Jahre mindestens alt. Allermindestens ist der Fernhandel 140.000 Jahre alt, nachgewiesenermaßen. Also wir müssen davon ausgehen, dass der Nahhandel schon vor 300.000 Jahren entstand. Und jetzt haben wir hier einen Händler zum Beispiel, der
den Menschen wirklich hochvitaminreiche, frische, total reif geerntete Früchte präsentiert, die naturbelassensten, herrlichsten Gemüse und so weiter. Und dadurch, seine Kunden haben ein starkes Immunsystem. Aber er verdient nicht viel, weil das ist unheimlich aufwendig, wirklich hochwertige, reife Früchte zu liefern und so weiter. Während hier der hier, zeitlich stimmt es nicht ganz, aber stellen wir uns diesen Händler vor, dass er also eben Zuckerwaren den Leuten bringt, die also die Leute Immunschwäche erzeugen, Entzündungen im Körper erzeugen, Gehirnschäden erzeugen und so weiter. Also Zuckerwaren und versalzene, also generell so wie ein Drogendealer, der also sozusagen das Heroin erst dadurch besonders gefährlich macht, dass er minderwertige Streckmittel verwendet, Streckmittel, die nicht so auffallen, aber letztendlich schwer gesundheitsschädlich sind. Genauso macht es der Lebensmittelhändler hier auch. Er macht Streckmittel überall rein, Zucker, Salz und alles andere, was Menschen so schön krank macht, Transfette und was auch immer, die falschen Fette, die falschen Zucker und so weiter. Und dadurch werden die Leute zwar häufig krank und haben ein geschwächtes Immunsystem, aber er verdient einfach mehr. Er verdient richtig viel. Die Leute merken ja nicht gleich, wie krank das ist. Die Sachen schmecken ja total lecker. Die schmecken sogar, sind sogar suchterzeugend und erzeugen, also erzeugen richtig schön Konsumsucht. Aber hier, der verdient viel mehr als der. Also wird er den mit Werbung auskonkurrieren. Der konkurriert den gesundheitsförderlichen Lebensmittelhändler aus. Der stirbt aus, später hier nach 3 Generationen gibt die Familie den Laden auf, also sozusagen immer nur ein Kind wurde geboren und der hier, der kann gleich in der ersten Generation 2 Kinder ernähren, weil er so viel verdient mit seinem immunschwächenden Müll, den er verkauft sozusagen. Und dann kann er ein richtiges, riesiges Handelsimperium entsteht nach einigen Generationen, haben wir also hier ein riesiges Händlerimperium sozusagen, weil eben alles, was er den Leuten verkauft, er selbst übrigens, der Händler selbst macht das nicht aus böser Absicht, der glaubt einfach daran, dass diese Zuckerwaren genauso wertvoll seien wie die süßen, reifen, vitaminreichen Früchte, ja. Er befindet sich also in einem sogenannten gewinnbringenden Irrtum. Er glaubt seine gewinnbringenden Irrtümer. Deswegen vergiftet er die gesamte Menschheit ohne böse Absicht, schwächt die Immunsysteme der Leute und dann können die Leute dahingerafft werden. Andere Möglichkeit, natürlich, wir müssen natürlich auch an andere Möglichkeiten denken. Ne? Im Kapitalismus ist es natürlich auch jederzeit denkbar, ja, dass wir hier das Virus vielleicht entsprungen ist aus einem Labor, wo biologische Kriegswaffen erzeugt wurden und das Coronavirus ist vielleicht eine biologische Kriegswaffe, die entsprungen ist. Das ist jederzeit auch möglich im Kapitalismus, denn sozusagen, wäre dann einfach militärische Forschung, ja. Also das können wir auch nicht ausschließen, sozusagen. Ja, also von daher, der Gevatter Tod her, machen wir uns das nochmal klar. Also das heißt, im Kapitalismus, zum Beispiel, wenn es jetzt ein Virus aus dem Kriegslabor wäre, also aus einem Waffenlabor wäre, biologische Waffensysteme sozusagen, dann ist es auch wieder die Logik hier. Dieser Händler zum Beispiel erzählt den Leuten, ja, da hat eine Kommune die andere besucht abends und das war ein herrliches, rauschendes Fest der Liebe und der Begegnung und des Tanzens und des Musizierens und des Singens. Ja. Dadurch kriegen die Leute keine Ängste und kaufen keine besonderen Mengen von Waffen irgendetwas, haben kein Interesse, sich schützen zu müssen, entwickeln keine Ängste. Aber dieser Händler erzählt, der hat irgendwie die Sprache nicht richtig
verstanden, versteht die Geschichte falsch und erzählt, ah, ja, also da hat eine Gruppe die andere abends überfallen, nachts totgeschlagen, die haben alle geschlafen und dann wurden sie totgeschlagen und haben einfach die eine Nachbargruppe hat die andere totgeschlagen und das war ganz schrecklich und grausam und so weiter. Die Zuhörer hier bei diesem Händler, bei dieser Märchenerzählerei, bei dieser Geschichte am Lagerfeuer, kriegen die Leute Ängste und kaufen diesem Händler ganz viele primitive Waffen ab, Steinäxte oder was auch immer. Und er kann kann er zwei Kinder gleich ernähren, kann ein ganzes Waffenhandelsdynastie erzeugen, zu der dann eben auch die biologische Waffenentwicklung gehört, also Viren und Bakterien als biologische Kriegsführungstechniken sozusagen, ja. Und so kann es dann auch im Kapitalismus dazu kommen. Also der Kapitalismus macht also aus pazifistischen Menschen kriegsbereite, ängstliche, bewaffnete Menschen, die sich hochrüsten und dann vielleicht darüber nachdenken, dass sie auch vielleicht die anderen, die Nachbarkommune vielleicht präventiv töten sollten, bevor die auf die Idee kommt, sie zu töten. Und schon haben wir den Krieg, künstlich erzeugten Krieg, aber das macht eben der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft macht so etwas. Die erzeugt eben Kriegslüsternheit und Kriegstendenzen und Kriegsmentalitäten und so weiter und weil sich damit gutes Geld verdienen lässt sozusagen. Ja. Also, ja, was können wir abschließend sagen? Die Coronavirus ist erstens mal und die Immunsysteme der heutigen Menschen sind nicht ganz so extrem schlecht und der Erreger, der Coronavirus, ist nicht so aggressiv wie der Pesterreger sozusagen oder wie die verschiedenen Pesterreger. Die sind wohl noch deutlich aggressiver gewesen. Und das heißt also, wir werden höchstens mit ein paar Prozent der Leute werden so immungeschwächt sein, dass sie daran sterben werden. Der Rest erholt sich ganz sicher von dem Coronavirus. Und sozusagen, ja, und das ist natürlich jetzt auch ein Riesengeschäft. Das muss ich nochmal ganz deutlich machen. Das ist natürlich hier in der Medizin, wir haben hier den Arzt, der sagt, kein Grund zur Panik, ernähren Sie sich gesünder, nehmen Sie viel Vitamine zu sich, machen Sie alles, was Ihr Immunsystem stärkt und so weiter, halten Sie sich an die Erkenntnisse der modernen Lebensstilmedizin, korrigieren Sie Ihren krankmachenden Ernährungsstil und Lebensstil und so weiter und dann wird Ihr Immunsystem stark genug sein, diesen Erreger abzuwehren. Dieser wird nicht viel verdienen, weil die Leute werden dann in Zukunft nie mehr krank werden und werden ihn nicht mehr brauchen. Und der wird also arbeitslos, der muss irgendwann seine Praxis zumachen, weil er nicht genügend verdient. Während diese Art von Arzt, der also sagt, nein, ihr müsst jetzt alle den Coronavirus-Test machen, damit ich so richtig schön dran verdiene. Und wir müssen entwickeln jetzt Impfstoffe und wir entwickeln so richtig schön irgendwelche Medikamente gegen das Coronavirus und dann verkaufen wir den der Bundesregierung wie bei der Schweinegrippe, wo die dann ganze Lager von wertlosen Medikamenten angehäuft haben und die Pharmaärzte und so weiter dann so richtig schön dran verdient haben. Ja, also das heißt, wer jetzt ein riesiges Primborium macht rundum und eine riesige Panik mache rundum sozusagen das Coronavirus macht, so nach dem Motto, toll, dass wir mal wieder eine schöne Geschäftsgrundlage haben, können wir mal wieder richtig verdienen. Solche Art von medizinischem Denken, also wieder ohne böse Absicht, gut gemeint, aber dieser Art von Arzt glaubt also an Irrtümer, ja, und überschätzt auch die Gefährlichkeit eines solchen Virus und so weiter. Und dadurch kann er richtig gut Geld verdienen. Die Leute kommen in Scharen zu ihm gerannt. Übrigens, was ist die Hauptinfektionsquelle und Überträgerquelle?
die ärztlichen Praxen sind der Ort, wo man sich am besten anstrecken kann und die meisten Infektionen hüllt. In Krankenhäusern und in Arztpraxen hat man die größte Wahrscheinlichkeit, den Coronavirus zu bekommen. Ne? Das ist also bewiesen. Ne? Schaut euch nochmal das Video von Dr. Med. Gerd Reuter an. Googelt nochmal oder sucht nochmal auf YouTube Dr. Med. Gerd Reuter, sein letzter großer Vortrag darüber. Und da sagt er eben auch, es ist bewiesen, dass die größte Ansteckungsgefahr in Arztpraxen und in Krankenhäusern geschieht, ne, stattfindet. Also das von daher haben wir also sozusagen, also ich zum Beispiel jetzt, da ich das Ganze ja weiß und da ich das Wissen der zweiten Scientists for Future 2 ja alles studiert habe, habe ich also keinerlei Angst vor dem Coronavirus. Ich achte einfach nur darauf, mich noch gesünder so zu ernähren, wie es in den Videos der zweiten Scientists for Future 2 dargestellt ist und so weiter. Lebe sowieso gesünder als 99,99% der Bevölkerung, sodass also dann alle anderen Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an dem Coronavirus zu sterben, als ich selber. Das müsste schon mit riesigem Pech zugehen, wenn mir was passieren würde. Also ich gehe mal davon aus, das kratzt mich alles gar nicht. Ne? Aber wenn Sie so ein ganz normales Opfer des Kapitalismus so richtig so schön daran glauben, dass das, was Sie im Supermarkt kaufen könnten, Sie nicht krank macht, denken Sie auch noch dran, hier in jedem der Lebensmittel werden ja auch Gifte verwendet. Hier haben wir wieder den Lebensmittelhersteller, der also nicht spritzt, keine Gifte bei der Landwirtschaft verwendet. Ja, der kann nicht viel verdienen, weil er sozusagen, ja, der kann nur super Bio herstellen, aber wer kauft das schon? Wer hat schon Geld dafür, das zu kaufen? Er macht nicht viel Umsatz, sein Geschäft überhaupt generell, diese ganze ökologische Landwirtschaft läuft eben auf Sparflamme, während die Hersteller, die also so richtig schön mit Giften, mit Konservierungsstoffen, mit Farbstoffen, mit allen möglichen Chemikalien so einen richtigen schönen Chemie-Cocktail haben, mit Glyphosat bei der und mit also Pestizide, Fungizide, Passat, alles wird gespritzt, alles, jeder Apfel ist beschichtet mit lauter Giftstoffen und so weiter, ja. Und das wird natürlich, der verdient richtig gut, weil der kann richtig billige Massenware herstellen und da ja die Leute nicht gleich tot umfallen, wenn sie in so einen Apfel beißen, merkt das gar keiner so richtig und die Masse der dummen Menschen kauft den ganzen Industrie-Sondermüll sozusagen. Und das gibt natürlich dann geschwächte Immunsysteme und dadurch, wenn sie sozusagen ein typisches Opfer des Kapitalismus sind, dann achten Sie darauf, dass Sie eben, wie gesagt, niemanden die Hand geben. Die Hand geben ist der größte Risikogeschichte und sich fernhalten von hustenden und schnupfenden Menschen und so weiter. Und dass Sie dann sozusagen die Hände waschen gründlich, nachdem Sie draußen irgendwas angefasst haben und so weiter. Ja, und dann kann ich Ihnen nur, wenn Sie so ein Kapitalismusopfer sind und so ein Marktwirtschaftsgläubiger sind, dann kann ich Ihnen nur viel Glück wünschen, dass Sie durch den ganzen Giftmüll, den Sie da alles täglich essen und zu sich nehmen, dass Sie nicht so immungeschwächt sind, dass Sie dann zu den Opfern des Ganzen gehören. Ja, also, ja, ich glaube, jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Also studieren Sie die zweiten Scientists for Future 2. Da finden Sie die Wahrheit über die krankheitserzeugende Wirkung der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus. Da werden Sie verstehen, dass eben unser Wirtschaftssystem alles dafür tut, dass wir alle möglichst früh sterben und möglichst oft krank werden und möglichst viel Geld bringen und wir alle sind Opfer dieses fürchterlichen, teuflischen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Alles klar, tschüssi.